Sollten wir heute krass skillen, ist das vielleicht schon der letzte Part. Ansonsten werden wir vermutlich wieder 2 Level wie immer schaffen. Deswegen machen wir heute weiter in der Sternwelt Level 9, 6. Ein Toad will hier gerettet werden. Das werde ich aber nicht tun, mein Freund. Oh, und jetzt kommt auch schon Lava, ne? Haben wir noch nicht gehabt. Kann man ja mal brauchen, ne? Kann man ja mal brauchen. Ich werde nicht auf die Feuerblume gehen, weil ich mir vorstellen kann, dass ich, weißt du, was ich mit der mache, Bruder? Burn, Motherfucker! Dass es hier so hochspringende Flammen gibt. Und, die kann ich dann mit der Eisblume kaputt machen. So, da kann ich rein. Und hier befindet sich die erste Starcoin. Okay, cool. Aber Lava-Level liegen mir ja. Auch wenn mir dieses ziemlich crazy aussieht. Ah, da ist es auch schon geschehen. Freude. Spaß. Aber das Level sieht mir schon stark nach einem Propellerhead-Level aus. Muss ich jetzt mal so sagen. Und vielleicht, wenn wir uns direkt noch mit dem Stern verstärken, können wir dann am Anfang direkt richtig ausrasten? Keine Ahnung. Probieren wir es. Ja, wir haben Items. Wir können sie doch ruhig verballern. Es sind nur noch 3 Level in diesem Spiel. So, zack, 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 hier rüber. Oh, zack, 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 hier hin. Okay. Also, jetzt muss ich aufpassen. Da kann ich eigentlich auch mit dem Propeller-Head rein, gell? Ja. Man kann die erste Hälfte des Spiels komplett mit dem Propeller-Head lösen, oder? Hier auch noch? Ja, auch hier kann ich noch rüberfliegen. Ja, nice. Okay. Mal schauen, wie lange uns der noch hilft. So, zack. Ich nehme an, ich muss da hoch, oder? Auch wieder mit Propeller-Head, kein Problem. Okay, es sind aber wirklich nur Münzen hier. Nix weiter. So, wie geht's weiter? Ich würde meinen Propeller-Head halt ungern verlieren. So, einfach... Oh Gott, du. Hau ab. Mein Freund, hau ab. Ah, sieh mal an, da. Das Ganze soll wahrscheinlich per Wandsprung gelöst werden. Aber wer braucht einen Wandsprung, wenn er seinen Propeller-Held hat? Okay, nice. Leute, wir... Oh, jetzt kommt der Suicide-Bomber da. Okay, hier gibt's ein... Okay, hier kann ich mir was snacken. Ja, brauche ich nicht. Ich habe doch meinen Propeller-Held. Oh, schon wieder einer von der Sorte. Einfach schnell sein, dann kommen sie einem nicht hinterher. So, das Teil fliegt jetzt hier immer so. Aber macht nichts. Wie gesagt, mit Propellerhead kommt man hier sehr, sehr easy durch. Das haben sie vielleicht nicht mit einberechnet. Und da unten ist die letzte Starcoin. Boah, wenn ich das Teil jetzt trifft. Jetzt muss ich aufpassen. Ja, nice, es ist down. Ohne Propellerhead wäre dieses Level wahrscheinlich unmöglich. Und jetzt muss ich nur noch heil wieder rüberkommen. Da werde ich jetzt warten, bis die Lava-Fontäne weg ist. Und dann erstmal wieder nach hier drüben fliegen. Und dann nach hier. Ja, wow. Ich sagte am Anfang, wenn wir Ultra skillen, können wir es schaffen. Können wir alle 3 Level schaffen. Dieses Level haben wir jetzt ultra schnell gelöst. Dank des Propeller-Heads. Vielleicht ist das hier wirklich der letzte Part. Also, dass ich das Level in 4 Minuten löse, damit konnte ich nicht rechnen. Es kann sein, dass das hier möglicherweise der letzte Part von New Super Mario Bros. Wii ist. Gut, nun kommt 9-7. Mir wurde gesagt, manche haben dieses Level noch nie geschafft. Oder haben sehr, sehr lange gebraucht. Das ist jetzt möglicherweise das schwerste Level des Spiels. Und ich erinnere mich. Ich habe darüber schon Videos gesehen. Ich erinnere mich. Die dritte Starcoin in diesem Level ist der Overshit. Die dritte Starcoin in diesem Level ist der Overshit. Oh Gott. Okay. Jetzt gilt wirklich allerhöchst... Basti, die speit 3-mal Feuer? Hast du gelitten oder was? What the fuck is going on here? Dieses Level wird mich zum Verzweifeln bringen. Vor allem, weil ich weiß, wo die dritte Starcoin ist. Oder wie sie versteckt ist. Und das ist einfach der kränkste Shit, den es gibt. Und wenn es blöd läuft, dann... ja, dann schaffe ich dieses Level vielleicht nicht. Und das meine ich ernst.
Das meine ich absolut ernst. Okay. Okay. Den Treffer habe ich absichtlich eingesteckt. Das passt schon. Okay. Wir bekommen hier eine Feuerblume, womit wir uns selber den Weg verbocken können. Geiler Scheiß. So, hier drüber hüpfen. Okay. Dichtet sich einfach mal. So. Oh nein! Oh nein! Okay, der sprengt jetzt hier den Goomba frei. Aufpassen. Ja. Come on. Okay. Ja, ist okay. Oder was, die zweite Starcoin, die so unfair war? Ja, diese Starcoin ist der Overshit. Nein, das ist sie noch gar nicht. Das ist sie noch gar nicht. Die kommt noch. So, schieß mal in meine Richtung, bitte. Okay, der Boden wird immer enger. Ich muss noch zweimal warten. Leider. So. Jetzt werden sie mir den Weg frei machen, dass ich runter kann. Und jetzt bin ich runtergefallen. Das macht Spaß. Und vor allem die dritte Starcoin ist noch viel unfairer. Das ist wirklich ein Level, das ich vielleicht nicht schaffe. Leider. Wirklich leider. Möglicherweise kann ich hier mit einem Pinguin was reißen. Ich habe keine Ahnung. Okay, probieren wir es. Jesus, dieses Level hatte ich komplett verdrängt, aber das habe ich schon in so vielen Videos gesehen. Das ist, glaube ich, das schwerste Level des Spiels, wenn ich mich nicht irre. Okay. Aber auch das müssen wir schaffen. Ich habe am Anfang des Let's Plays gesagt, ich werde es zu 100% spielen. Und jetzt habe ich den Salat. Und zack. Hier in Deckung gehen. Okay, bisher passt noch. Kann ich die einfrieren? Ja, die kann ich sogar einfrieren. Ja, nice. Nein! An so einem Goomba. Habe ich gerade meinen Pinguin verloren. Was krieg ich hier? Feuerblume bekomme ich, gell? Ja, das ist doch auch mal was. Da kann ich mir selber den Weg frei machen. Und zwar so, zack, hier will ich bitte runter. Ja. Ja. So, und jetzt fehlt mir der Boden unter den Füßen und ich bin tot. Da muss ich ja durchsprinten, kann das sein? Da muss ich schnell sein. Okay. Wow. Ja, kapiert. Ich werde mir jetzt wieder einen Stern nehmen am Anfang. Da muss ich sehr schnell sein, weil wenn ich mich zu lange bei der Starcoin aufhalte, dann schaffe ich die nicht. Da muss ich, auf diesem langen Eisweg muss ich ultra schnell. What the fuck? Und ich weiß, was die dritte Starcoin ist. Und die ist einfach noch mal schwerer als jetzt die zweite. Oh Gott. Ja, fuck off. Oh Gott. Ja, ich glaube, ohne Feuerblume kann ich das fast nicht schaffen. Ich muss jetzt hier unbeschadet durchkommen. Come on, fuck off, Mann! Okay. Ja, da kommt jetzt die Blume raus und ich bin die Blume. Und ich mach jetzt den Weg weg, also. Du kommst hier nicht durch. Okay. Oh, das kann witzig werden, denn. Oh yeah, ich freue mich. Weil ich habe einfach Angst, dass ich dieses Level nicht schaffe, weil es so schwer für mich ist. Und das meine ich komplett ernst. Das ist kein Rumgeheule. Das ist kompletter Ernst. Okay. Ja, come on. Das macht so viel Spaß. Und du speist einfach dreimal Feuer, ne? Hast ja sonst nichts Besseres zu tun. So. Okay. Okay, immerhin lebe ich noch. Das ist doch auch mal was. Da kommt. Ja, come on!
Nein, jetzt bin ich da hängen geblieben. Achso, der ist noch höher. Da kann man nicht drüber springen. Oh, Jesus Christ. Oh. Werde ich kapitulieren? Werde ich kapitulieren? Es sieht fast danach aus. Aber egal. Einfach weiter konzentrieren. Einfach weiter konzentrieren. Einfach weiter konzentrieren. Das ist die Lösung. Das war jetzt nicht concentrated und da habe ich auch schon die Rechnung dafür. So, macht nichts. Ich habe mir die Blume zum Glück schon erscheinen lassen. Ducken. Zack, zack, ducken. Wieder getroffen, macht nichts. Und wieder ein Treffer. Ja, nice. Hab ja sonst nichts Besseres zu tun. Okay, hier muss ich jetzt schnell sein. Lange aufhalten ist hier nicht, ne? Wenn ich das richtig vorhin interpretiert habe. Okay, da komme ich drüber. Da komme ich drüber. Hier muss ich warten. Weil ich da nicht mit einem Sprung drüber komme. Ja, okay. So, jetzt muss ich hier. Okay. Gib mir die Blume. Ich sagte, gib mir die Blume. Okay. Jetzt muss ich einen Feuerball losschicken. Der mir das Ganze hier unten jetzt frei macht. Jetzt muss ich. Ich muss hoch. Ich muss hoch, Leute. Sonst habe ich verkackt. Nein! Da war schon ein zwei großes Loch. Aber so geht's. So geht's. Man muss da ultra schnell durch. Das ist die Lösung des Problems. Entschuldigung für den Huster. Die zweite Starcoin geht auch noch irgendwie. Aber die dritte ist einfach der Ultra-Shit. Okay, sieh ich mein Feuer. Okay, ich werde getroffen. Okay, sie machen mir den Weg frei. Okay. Ja. Ja, okay. Ich kassiere den Treffer. Nein, ich kassiere keinen Treffer. Ich wollte gerade sagen, ich kassiere den Treffer absichtlich. Aber den Treffer kassiere ich absichtlich, weil ich weiß, dass ich hier wieder ein Power-Up bekomme. Okay, jetzt aufpassen. So. Hier kommt jetzt wieder die, da wo ich zweimal direkt durch kann. Ja. Hier warten. Dann den Sprung drüber. Okay, passt. So, jetzt muss ich die Feuerblumen schicken. Und ich habe mir den Weg verbockt, weil ich zwei geschickt habe. Ja. Ich hätte nur einen Feuerball lossenden dürfen. Mist. Okay. Ein Feuerball muss ich lossenden. Ein Feuerball ist die Lösung. Weil über ein sozusagen Blöcke, die. Wenn nur ein Block fehlt, dann kann Mario drüber rennen. Das ist die Lösung. Also einen Feuerball losschicken. Und dann losrennen. Kapiert. Okay. Konzentrieren jetzt. Ich kassiere den Treffer. Okay. Ich dachte nicht, dass ich noch einen Treffer kassiere. Okay. Nein, das ist ganz schlecht jetzt. Warum speit die dreimal Feuer? Diese Hurenpflanze. Okay, mir gehen gleich die Feuerblumen aus. Dann wird's kritisch. Dann muss ich noch irgendwelche anderen Items einsetzen. Wisst ihr was? Ich setze jetzt einfach noch meinen Stern ein, weil ich jetzt halt grob weiß, wie ich auf jeden Fall schon zur zweiten Starcoin komme. Bei der dritten, das wird dann einfach pures Glück vermutlich. Okay, let's do this shit. What the fuck? Ja, it seems legit. Okay, ducken, drüber. Oh Gott, jetzt kommt das hier wieder. Jetzt kommt wieder die scheiß Pflanze, die dreimal Feuer speit. Ja, guck mal, komm, legt halt noch mehr Mancher frei, ja. Okay, aber hier krieg ich einen Pilz. Und das geht hier mit einem Pilz, Und dann die Feuerblume brauche ich, so. Hier komme ich jetzt direkt drüber, da komme ich direkt drüber. Hier ducken. So, jetzt hier zweimal direkt drüber. Warten. Hoch. Durchhüpfen. Okay, jetzt wird's, jetzt zählt. Zack. Blume holen. Einmal werfen. Nein! Jetzt war ich zu langsam! Okay. Stern nehmen.
Dann snacke ich mir eine Eisblume, weil man kriegt ja eine Feuerblume noch. Ich habe auch keine Sterne mehr. Sind die 100% in Gefahr? Ja, ein sehr großer. Ein sehr, sehr großer. Okay. Ich habe die erste Starcoin. Ach, das ist die dreimal spaltet. Jetzt check ich's erst. Okay, ich bin oben. Macht nichts. Dass ich getroffen wurde, meine ich. Okay. Jetzt. Oh, fuck, der Treffer hätte nicht sein sollen. Aber ich kriege ja noch eine. Ich kriege noch eine Blume. Das darf man nie vergessen. Ich darf mich... So, jetzt hat... Okay, jetzt. Das war skillig. Ich musste mich treffen lassen. Eine andere Möglichkeit habe ich nicht. So, seht ihr, was ich meine? Diesen Ultra... Shit. What? Wie? Wie? Meine Freunde, wie geht das? Jetzt habt ihr es einmal mit eigenen Augen gesehen, wovor ich die ganze Zeit Angst hatte. Das meine ich. What the fuck? What the fuck? Leute, ich hab's geschafft. Schaut's euch an. Schaut's euch an. Ich hab's geschafft. Und schaut auf meine Leben. Ich habe, glaube ich, 60 Leben verbraucht. Ich saß 80 Minuten an diesem Level. 80 Minuten. Und jetzt kommt das letzte Level. Heute endet dieser Part, dieses Projekt. Und ich habe noch nie so viel gelitten wie hier. Ich habe noch nie so viel geschwitzt beim Computerspiel. Und es war noch nie so geil, ein Level geschafft zu haben. Noch nie. Und das verspreche ich euch. Es war noch nie so geil. Und ich hoffe, das hier ist jetzt einfach kein Hardcore-Shit. Das hoffe ich jetzt einfach. Denn ansonsten raste ich hier aus. Oh. Ja, das war unklug. Leute, ich hab ne Idee, wie wir das hier am besten angehen. Und zwar nehmen wir hier einfach einen von unseren 7 Mini-Pilzen. Ich glaube, dann ist das Ganze hier relativ schnell über die Bühne gebracht, so insofern dieses Level jetzt nicht ultra hardcore ist. Ich habe noch nie so viel gelitten, das meine ich wirklich ernst. Okay, ja, vergesst es. Ich habe noch nie 80 Minuten lang an einem Level gesessen. Ich dachte schon, ich gehe Game Over. Ich war wirklich kurz davor zu kapitulieren. Vor allem muss ich jetzt dann bald ins Training. Ich kann nicht damit rechnen, dass ich für einen Part 2 Stunden brauche. Ich glaube, damit kann keiner rechnen. Aber es ist passiert. Und ich bin so unfassbar stolz auf mich, dass ich ja dieses Projekt geschafft habe. Obwohl ich... Oh, come on. Jetzt stelle ich mich aber dumm an. Also ich bin so unfassbar stolz auf mich, dass ich dieses Projekt geschafft habe, obwohl ich wirklich nicht damit gerechnet hätte. Ich dachte wirklich, dieses Level gibt mir den Rest, aber ich konnte es am Ende einfach in- und auswendig bis zu dieser Stelle mit diesem Wandsprung. Ich hätte es euch wirklich gerne gezeigt, aber der Part war einfach schon mehrere hundert Gigabyte groß und irgendwann hat es meine Festplatte ja nicht mehr mitgemacht. Deswegen musste ich dann leider abbrechen aufzunehmen. Leute, ihr könnt mir glauben, es ist jetzt kein Fake-Spielstand oder so. Ihr werdet es auch nachher sehen. Wir haben die, hoffentlich die 5 Sterne, die man kriegt, wenn man alles, wenn man hier sozusagen alles geschafft hat. Ich hoffe, dieses Level ist kein Hardcore-Shit. Ich hoffe, das ist einfach nochmal ein Level zum Chillen, zum Abschließen. Das wäre nämlich sehr nett vom Spiel, wenn sie mich jetzt hier nicht nochmal so foltern würden, aber bisher macht es nicht den Eindruck, dass das hier so ein Ultra-Hardcore-Level ist. Und da bin ich dem Spiel sehr dankbar für. Wirklich. Also wie gesagt, noch einmal, es ist krasser Shit. Respekt an jeden, der es schafft, vor allem schneller schafft. Wirklich. 80 Minuten habe ich gebraucht. 80. Und das habe ich nur gemacht, weil ich sozusagen euch die 100% versprochen habe. Und wenn ich euch das verspreche, dann ziehe ich das auch durch. Und das habe ich wirklich nur wegen euch gemacht. Und wäre cool, wenn ihr mir ein Like da lassen könntet für den letzten Part. Ja. Ich kann nur sagen, krasser Scheiß bin ich. Das war das härteste Level, was ich je gespielt habe. Und ich glaube, ich kann dieses Spiel auch als schwerstes Spiel aller Zeiten abhaken. Hä, wie komme ich jetzt... What the fuck? Okay. Dann haben wir es hier nochmal mit Mega-Kugel-Willis zu tun. Höchst interessant. Ah, okay, der
Aber ich habe das Prinzip verstanden. Die Münzen zeigen mir schon immer an, wo was kommt. Ja, dann ist das Level auf jeden Fall machbar, glaube ich. Hoffe ich. So. Ja, aber es sieht wirklich jetzt nicht so ultra hardcore fordernd aus. Sehr gut. Jetzt wäre ich fast getroffen worden. Was geht hier ab? Okay, da kommt einer von links. Wie komme ich da rein? Und noch einer von unten. Okay, ich glaube, hier stehe ich sicher. Ich glaube, hier stehe ich wirklich sicher. Ja, hier stehe ich auch sicher. Sehr gut. Und ich glaube, haben wir es jetzt geschafft? Ich glaube, wir haben es geschafft. Leute, das war New Super Mario Bros. Wii zu 100%. Das schwerste Spiel, was ich bisher gespielt habe. Ich bin unfassbar stolz, dass ich es geschafft habe. Ich freue mich, dass ihr so oft dabei wart. Wir haben es zu 100% geschafft. Du hast alle Sternmünzen in Welt 9 gefunden. Deine Sammlung ist somit komplett. Ich kann euch jetzt noch kurz zeigen, was man mit den Sternmünzen machen kann. Und zwar kann man damit in Welt 1 gehen. Und sich dort so Bonusvideos angucken, die man sich für Sternmünzen kaufen kann. Das werde ich aber nicht machen. Das ist nur, wie man sich in manchen Leveln unendlich absolen kann. Und irgendwelche, hier sind zum Beispiel so ein Superspiel, wenn dann irgendwelche Japaner sich irgendwas Krasses erspielen und halt das Level ultra schnell schaffen. Ja, aber ich denke, das ist jetzt wirklich nur so Bonus-Content, da können wir uns jetzt hier kurz ein Level angucken. Wirklich nochmal, ich bin unfassbar stolz, dass ich es geschafft habe. Ich bin unfassbar stolz auf euch, dass ihr wirklich die Parts immer so aktiv geguckt habt. Das war ein sehr erfolgreiches Projekt. Ich kann dir noch nicht sagen, was jetzt danach kommt, keine Ahnung. Das werde ich auf mich zukommen lassen. Was wird das hier? Was wird das? Ah, er farmt sich noch ein One-Up, oder? Ja. Okay. Was macht der da? Wow. Ja, sowas werde ich nie hinbekommen. Wirklich nochmal, wie gesagt, 80 Minuten für dieses Level. Ich habe mehr als 2/3 meiner One-Ups verspielt. Ja. Also. Das war Super Mario, New Super Mario Bros. Für die Nintendo Wii zu 100% von mir, Hübi LP, gespielt. Ich bedanke mich und würde sagen, wir sehen uns in einem neuen Projekt. Ich weiß nicht, was es wird. Ich denke, es wird nicht Donkey Kong, weil Donkey Kong ist einfach noch schwerer. Ich muss jetzt einfach Nerven regenerieren, bis ich mich wieder an so ein schweres 2D Jump and Run ranwagen kann. Und ich werde jetzt ins Handballtraining gehen, glaube ich. Ja, in 20 Minuten ist Training. 5 Minuten Zeit habe ich noch. Okay. Wow. Ich habe so ein Herzklopfen gerade. Ich habe so laut geschrien, als ich das Level geschafft habe. Wirklich. Krasser Shit. Okay, also Leute. Bis zum nächsten Mal. Euer Hübi. Haut rein.